Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic Imperial Agent. Beziehungsweise scharfer Scharfschütze, ja, immer noch Upload drin. Ich hab's mir schon gedacht. Scheiße, jetzt kommt wieder der Husten hier an. Nein, da ist wieder so ein Elite-Arsch. Ich will nicht kämpfen. Oh nein. Tastatur. Bitte. Ich will ganz kurz hier mal wegfahren, dass ich die Aggro verliere. Da muss ich den sogar besiegen. Ich weiß es wieder nicht. Von einem Söldner. Bist du ein Söldner? Ja, du bist ein Söldner. Steht aber nichts, dass er das ist, den ich brauche. Hier ist noch so ein Vieh. Moment, den greife ich mal an. Kann sein, dass es Codex-Eintrag gibt. Wenn es Codex gibt, dann wäre es geil. Greife an. Greife an. Nee, gibt's leider nicht. Ey, das Vieh hat sich noch... Hallo, nimm doch mal. Ich habe doch geklickt. Kurz kratzen noch. So, jetzt mal kurz looten. Bio analysieren. Jetzt brauche ich nochmal den Söldner von da hinten. Das sind auch, die sind alle Söldner. Okay, der zählt. Der andere hat wohl nicht gezählt, weil hier. Nee, das zeigt er auch so an. Hä? Das zeigt das andere nicht. Hä? Glaube ich verbuggt. Für mich ist immer alles verbuggt. Also die Söldnertruppen. Die Waren glauben, dass sie mich besiegen können. So, hier. Gerne in Holo kommen, okay. Fuck, ich bin nicht geheilt. Ich scanne die Söldner Landecodes. Sie sind echt. Ihr könnt mit einem Gleiter auf dem Luftschiff der Verschwörer landen. Denkt dran, ihr sollt euch gefangen nehmen lassen. Wenn ihr beim Verhör zusammenbrecht, sagt ihnen... Ich weiß, was ich zu tun habe. Hallo? Hört auf, mich zu bedrängen. Seid ihr noch da? Verzeiht mir, es war ein langer Tag. Ihr müsst den Verschwörern weismachen, dass das Imperium Verstärkung nach Corellia schickt. Dass das Imperium und die Republik doch nicht gleich stark vertreten sind. Wenn ich nach 24 Stunden noch nichts von euch gehört habe, werde ich versuchen, euch retten zu lassen. Aber ich weiß nicht, was ihr da vorfindet und ich kann nichts versprechen. Sie haben vor, sich foltern zu lassen. Sie sollten eine Stunde vorher nichts mehr trinken, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Hey, warum denn das jetzt genau? Geht zum Luftschiff der Verschwörer. Okay. Leiter, Hangar, Aufzug. Hä? Oh nein. Scheiße. Hau ab. Hau bitte ab, ich will nicht kämpfen. Verdammt, wo waren die jetzt? Och, kacke. Ich muss nämlich immer ganz kurz hier reinfahren, dass ich die Gegner erstmal abhänge. Komm, geht weg, bitte geht weg. Nein, geht weg. Hier drin. Ist da ein anderer Spieler gerade gewesen? Oder warum sind die jetzt weggegangen? So. Nee. Ist immer noch so komischerweise grau und anvisiert hier. Die greife ich jetzt an hier. Wir haben sowieso eine Bonus-Quest. Bessere Ziele. Achso, die zählen eh gar nicht. Die zählen gar nicht, die Typen hier. Zerstöre Gegner. Zerstöre Gegner. Wo das noch der Bereich hier ist. Zählen aber nur die da hinten. Komischerweise. Oh, das nervt ja total. Das Ziel wurde ausgelöscht. Yep, wunderbar. Heilen. Ganz wichtig. Ist keine Phase. Sieht aber sehr grün da hinten aus. Oder ist das noch der Bereich von der Gefährtenquest? Doch, ist eine Phase, oder? Ist keine Phase? Doch, ist eine Phase. Yep, ja. Ach so. Das war noch nicht geladen, das Teil. Es gab auch irgendwo noch eine Fähre. Mit so einem Raumschiffflugplatz. Keine Ahnung, wo der war. Zählen die auch noch dazu? Sind die auch Söldner-Truppen? Wahrscheinlich gibt es hier eine neue Bonus-Quest oder so. Energie in die Waffen. Nee, keine neue Bonusquest. Das Ziel wurde ausgelöscht. So, hier können wir also einen Gleiter wahrscheinlich nehmen. Ah, komm, jetzt setz dich doch mal hin. Bist du blöd, die richtigen Skills hier anzuklicken? Da oben ist ein Gleiter. Okay, dann nehmen wir den Band, düsen mal weg hier. Ich benötige bessere Ziele. Ach
Das war noch gut. Ich hoffe, die haben jetzt hier so eine richtige Gleiteranimation eingebaut. Das fehlt einfach andauernd. Verdammt. Wie ist ein Gespräch? Nein, ich will nicht, dass es ein Gespräch ist. Wo muss ich denn den jetzt ziehen? Nein, wo ist der jetzt hin? Och Mann, meine Gefährten sind so dumm. Warum muss meine Gefährten immer alles kaputt machen? Ja, toll. Selber schuld im Prinzip. Oh, jetzt kann ich auch keine Hände entzünden, wenn mein Gefährte tot ist. Toll, das war richtig klug von mir. Ja. So bin ich aber im Prinzip nicht selber schuld, das ist mein Gefährte schuld. Oh, 665 Meter. Das ist mir egal, ich mach's trotzdem. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ach, hier. Okay, soweit ist es doch gar nicht. Okay, dann bis gleich. Ich mache schon mal einen Schnitt, um euch nicht zu langweilen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Sonst ist der eine ja schon tot. Aber das fand ich echt scheiße von meinen Gefährten, dass der mein Gefährte so einen Quatsch macht. Ein Gefährte, der rennt hier lang, zieht alle Gegner. Oh, was Dunkelblaues. Nice. War gerade eben gar nicht aufgefallen. Ich wollte eigentlich nur von da aus in den Gleiter einsteigen. Zerstöre Gegner. So, wir machen das jetzt einzeln und sicher. So, haben wir hier immer einen Feuerschutz hin. Die versuchen alle mich abzuschießen, das was ihnen aber nicht gelingt. Na, mach doch jetzt mal, schieß doch. Die Narren glauben, dass sie mich besiegen können. Oh nein. Schon wieder Rüstung. Wie viel Rüstung es hier vergibt. Ist das Ding besser? Ja, ist es. Tja, dann nehme ich das doch. Gern gehen wir jetzt in den Gleiter da rein, eigentlich. Verdammt, mein Timer habe ich schon wieder nicht gesetzt, verdammt. Einer. Dann düsen wir mal los. Ich hoffe bitte, dass es eine Gleiternavigation sein. Eine Gleiteranimation geben. Sonst wär's lame. Komm, nimm das scheiß Ding endlich. Hau ab. Ach Gott, Lags. Was ist hier los? Ja, war klar. War das jetzt der Gegner? Hallo? Oh, das Ding bleibt ja sogar da. Das Ziel wurde ausgelöscht. Jetzt aber komm, nimm jetzt den scheiß Leiter und abhauen. Jetzt klappt's, oder? Irgendwie klappt das jetzt gerade nicht mit dem Gleiter. Ganz ehrlich, kommt ja nur diese Animation, dass ich im Gespräch bin, aber den tue ich nicht so, muss ich den wirklich von oben anklicken. Passiert nichts. Ich kann mit dem Gleiter gerade nicht interagieren, wirklich. Also ich kann schon interagieren, oder dann passiert halt immer nichts. Da muss ich jetzt irgendwas einstellen. Nee, ich muss hier den Gleiter nehmen. Ich glaube, ich warte jetzt einfach. Liegt es am Upload, dass es jetzt hier nicht geht? Jetzt geht's. Na, endlich. Wurde auch Zeit, endlich mal. Komm, jetzt flieg mit dem Gleiter los. Yes. Komm, hau ab hier. Komm, mach eine Animation irgendwie, dass man wisst, wie man damit fliegt. Ich finde es irgendwie geil, wenn man so wie man beim Akquise noch sieht, wie man damit fliegt. Oh. So schön sieht's hier aus. Wenn ich das Gespräch abbrechen würde, würde ich wieder in dem Raum wie vorhin sein. Da könnte ich mit dir teleportieren. 12 Drinks, 3 brennende Gebäude und eine schöne Frau. Dieser Abend geht in die Geschichte ein. Hier gibt es Waffen. Sie sind verborgen. Willkommen zum Fest. Darf ich Ihnen ein Kostüm anbieten? Was geht denn hier vor sich? Später vielleicht. Gehen wir aus dem Weg. Wie du siehst, habe ich meins vergessen. Das macht nichts. Viel Spaß auf der Party. Das Haus ist fort, zerlegt von den Bergungsdruiden.
Ich bleibe, bis ich nur noch Asche und Knochen bin, Liebling. Wenn das nicht mein liebster Ex-Geheimagent ist. Ihr seid wohl auch im Ruhestand sehr beschäftigt. Aber ich bin wirklich froh, dass ihr es geschafft habt. Wir hatten ja keine Gelegenheit mehr, uns zu verabschieden. Ist es eure Feier? Ich habe so sehr vermisst Ohrmusik. Ihr seid zu weit gegangen, Hunter. Ihr gebt jetzt also Partys. Diese Leute waren die Macher auf Corellia, die Superreichen. Meine Apokalypsen-Party lenkt sie wunderbar davon ab, etwas Konstruktives zu tun. Ihre Falle ist unnötig und ineffizient. Ist Kalio immer noch vor Gericht? Sie hätte diese Party geliebt. Und ja, es ist auch eine Gelegenheit zuzusehen, wie der Planet stilvoll untergeht. Keine Jedi mehr, keine Sith. Eine neue Galaxis. Das ist Größenwahn. Eine neue Galaxis erzählt mir mehr. Eure Party ist jetzt zu Ende. Wie sieht eure prächtige Zukunftsvision denn aus? Die Schlacht von Corellia gerät außer Kontrolle. Die Republik und das Imperium löschen sich gegenseitig aus. Und die Orden der Machtsensitiven zerfallen zu Staub. Zum ersten Mal in 1400 Jahren herrscht das Volk. Keiner kämpft mehr in fremden Feldzügen oder muss vor Tempeln um Almosen betteln. Niemand muss mehr Angst haben. Nur eine Galaxis, vereint in Frieden. Feind unter eurer Kontrolle. Ich verstehe euer Ziel. Der Krieg wird anders ausgehen. Die Leute lassen sich nicht so leicht reinlegen. Vor allem die Jedi und Sith nicht. Alles, was nicht mit der Macht verbunden ist, sehen sie ja nicht einmal. Wir herrschen schon lange außerhalb ihres Blickfelds. Wisst ihr, ihr seid die einzige Person, mit der ich darüber reden kann. Mit den anderen kann man einfach nicht so gut plaudern. Deshalb tut es mir so leid, dass es beendet werden muss. Schlafmittelverbindungen sammeln sich in der Luftzufuhr. Das ist Komagas. Ich dachte mir schon, dass ihr nicht kooperieren würdet. Sperrt sie ein und bereitet sie für das Verhör vor. Ihr habt etwas an euch genommen, das wir haben wollten. Moff Zamars Bericht. Jetzt haben wir Fragen. Ich weiß von nichts. Lass uns kooperieren. Dann zeigt, was ihr drauf habt. Es gibt nichts, was ich nicht schon durchgestanden hätte. Ihr hättet euer Gehirnwäscheprogramm behalten sollen. Dann wäre es weniger schmerzhaft. Moff Zamars Bericht. Was stand drin und wem habt ihr davon erzählt? Wie sie auch einfach gar nicht beobachtet. Beobachtet mich die ganze Zeit. Bereit machen für die nächste Runde. Hohe Schmerzschwelle. Wird immer wieder bewusstlos. Also, wir können ewig so weitermachen. Redet ihr jetzt? Moff Zamars Bericht. Er zeigte, dass wir nicht genügend Truppen hatten. Verstärkungen sind auf dem Weg. Eine neue Flotte aus dem Aurel-Sektor. Angeführt von einem Sith-Lord. Sagt es dem Boss. Sofort. Beruhigt euch. Der Urlaub ist vorbei. Ihr könnt auschecken. Die Urlaub gefällt mir nicht. Was passiert jetzt? Einverstanden. Angreifen. Bewusstlosigkeit vortäuschen. Ja, deswegen mal sehen, wie das aussieht. Bereitet einen Gleiter vor. Wir werfen sie in den Park. Seid ihr sicher? So lautet der Befehl. Der Mord an einem imperialen Offizier würde Misstrauen erregen. Das überlässt der Boss jemand anderem. Drei Stunden und 17 Minuten länger und sie wären zusammengebrochen. Jetzt weiß ich Bescheid. Mein Gott, was ist gerade passiert? Geh an dein Holocom. An das Holocom werden wir aber erst in der nächsten Folge gehen, denn diese Folge ist schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nichts verpasst wurde, Abo und... Ciao!